Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Interview mit dem künftigen US-Präsidenten Trump hat wenige Tage vor seinem Amtsantritt Irritationen und Unverständnis ausgelöst. Das Gespräch wurde von der Bild-Zeitung und der britischen Times geführt. Darin nannte Trump die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel katastrophal und bezeichnete den Zustand der NATO als überholt. Der Europäischen Union sagte er weitere Austritte voraus und drohte mit Strafzöllen für die deutsche Autoindustrie. Wohin werden die USA marschieren unter dem Kommando des neuen Präsidenten? Über den künftigen Kurs wird auch in Washington heftig spekuliert, während der letzten Proben zur feierlichen Amtseinführung für Donald Trump. Ein Statist spielt hier den Präsidenten. Trump selbst ist in New York und macht mächtig Schlagzeilen. Im Interview mit der britischen Times und der Bild-Zeitung sagt er: Ich sage schon lange, die NATO hat Probleme. Sie ist überholt, weil sie vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde. Zweitens zahlen die Länder nicht das, was sie zahlen müssten. Trump findet dies unfair gegenüber der Schutzmacht USA. Ungewöhnlich deutliche Kritik am Militärbündnis. Doch der künftige Präsident sagt auch, abgesehen davon sei ihm die NATO sehr wichtig. Ähnlich geteilt ist auch Trumps Meinung zu Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik. Ich hatte großen Respekt vor ihr, sah sie als großartige Anführerin. Aber ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, all diese Illegalen ins Land zu lassen, von denen keiner weiß, wo sie herkommen. Gleichzeitig lobt Trump die Bundeskanzlerin als eine der mit Abstand wichtigsten Regierungschefs. Trotz seiner auch deutschen Wurzeln, Trump betont, für ihn stünden stets US-Interessen an erster Stelle. So warnt er Deutschlands Autobauer. Ich würde BMW sagen, wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in den USA verkaufen wollen, ohne eine 35% Steuer, dann können sie das vergessen. Bald wird sich zeigen, ob Trump aus seinen Ankündigungen auch konkrete Politik macht. Am Freitag um 12 Uhr mittags wird er Präsident Obama ablösen. In Berlin kritisierten Politiker parteiübergreifend die Äußerungen von Trump. Insbesondere seine Drohung, deutsche Autobauer mit Strafzöllen zu belegen, löste Widerspruch aus. Bundeswirtschaftsminister Gabriel warnte die USA davor, sich abzuschotten. Kanzlerin Merkel reagierte zurückhaltend auf das Interview. Der amerikanische Botschafter hat sein Büro mit Blick auf das Regierungsviertel schon geräumt. Auf diplomatische Zurückhaltung scheint der zukünftige Präsident ohnehin kaum Wert zu legen. Die Kanzlerin will die heftigen Angriffe auf ihre Politik nicht kommentieren und nimmt Europa in die Pflicht. Wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand. Und ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die 27 Mitgliedstaaten intensiv und vor allen Dingen auch zukunftsgerichtet zusammenarbeiten. Trumps Drohung mit hohen Strafzöllen hat die Aktien der deutschen Autokonzerne heute ins Minus gedrückt. Wirtschaftsminister Gabriel gibt sich dagegen demonstrativ gelassen. Es gibt weder Grund für Angst noch für Unterwürfigkeit, sondern wir sind ein starkes Land. Es gibt fleißige Menschen. Europa hat alle Chancen, sozusagen kräftig aufzutreten. Und das sollten wir auch tun. Aus dem Parlament kommen deutlich schärfere Töne. Die Grünen sehen in dem Interview einen Frontalangriff auf die westliche Wertegemeinschaft. Offensichtlich kommen die Angriffe gegenüber der Europäischen Union nicht mehr nur aus dem Osten, aus dem Hause Putin, sondern mittlerweile auch aus dem Westen, weil der Westen als solcher durch Herrn Trump in Frage gestellt wird. Die Vorsitzende der Linken widerspricht heute Stimmen in ihrer eigenen Partei, die in Trumps Annäherung an Putin eine Chance sehen. Ich befürchte, wer immer meint, dass jetzt Trump zu einer Friedenstaube wird, der uns hier der Abrüstung und des Friedens näher bringt, leider auf tragische Art und Weise irrt. Im Kanzleramt will man alles vermeiden, was den transatlantischen Graben weiter vertiefen könnte. Die Kanzlerin fürchtet, dass jede öffentliche Kritik an Trump nur Öl ins Feuer gießen könnte. Auf der anderen Seite wird sie die scharfen Töne des zukünftigen Präsidenten auf Dauer nicht ignorieren können. In Berlin wird deshalb heftig diskutiert, wie schnell Angela Merkel nach Washington fliegen und den persönlichen Kontakt mit dem neuen Mann im Weißen Haus suchen soll. Gemischte Gefühle lösten Trumps Äußerungen auch bei anderen US-Partnern in Europa aus. NATO-Generalsekretär Stoltenberg äußerte sich zuversichtlich, dass die neue US-Regierung dem Bündnis verpflichtet bleibe. Bei der EU-Kommission hieß es knapp, man habe das Interview gelesen. Die EU-Außenminister forderten bei ihrem Treffen in Brüssel Geschlossenheit der Europäer.
Zum ersten Mal tagen die Minister im neuen Ratsgebäude. Es ist ein wuchtiges Bauwerk, drinnen alles hell und bunt. Die Stimmung dagegen eher düster. Schon die geplanten Themen Syrien und Nahost sind schwierig. Dann dominiert aber das Interview mit Donald Trump die Gespräche. Es sorgt überwiegend für Kopfschütteln und Irritationen. Es ist jedenfalls schwer, dieses Interview bis zum Ende zu lesen, ohne Sorge zu sein. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, dass eine amerikanische Administration dem Gedanken folgt, dass Europa für die USA in irgendeiner Weise unwichtig werden könnte. In seinem Interview kritisiert Trump nicht nur die EU scharf, sondern auch die NATO. Nicht zum ersten Mal spricht er abfällig über das größte Militärbündnis der Welt. Positiv redet Trump dagegen über das Brexit-Land Großbritannien. Ich denke, es ist eine sehr gute Nachricht, dass die USA mit uns schnell ein gutes Freihandelsabkommen abschließen wollen. Es ist großartig, dies vom gewählten Präsidenten Trump zu hören. Dies wird eine sehr gute Vereinbarung für beide Seiten. Jahrzehntelang waren sich Europa und die USA politisch nah, galten gemeinsam als der demokratische Westen. Jetzt fürchten nicht wenige hier in Brüssel, dass Präsident Trump die EU als Bündnis nicht länger respektieren wird. Im Gegenteil, dass er die Länder unterstützt, die raus wollen. Das ist Wasser auf die Mühlen von Marine Le Pen in Frankreich und Geert Wilders in den Niederlanden. In beiden europäischen Staaten stehen demnächst Wahlen an. Nach den jüngsten Erkenntnissen im Fall des Berliner Attentäters Amri werden die Rufe nach schneller Aufklärung lauter. Seit heute berät das Bundestagsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste über die offenen Fragen. Eine sogenannte Taskforce soll nun mögliche Versäumnisse bei der Überwachung des Tunesiers prüfen. Der Vorsitzende des Gremiums Binninger nannte es eine tragische Fehleinschätzung, dass Amri ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht in Abschiebehaft genommen worden sei. Vor der Sitzung. Die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums wollten vor allem eines klären im Fall Amri. Haben die Sicherheitsbehörden Fehler gemacht? Deshalb hatten sie auch Vertreter von BND und Verfassungsschutz eingeladen. Nach der Sitzung dann neue Unklarheiten. Es sind schwere Fehler gemacht worden. Aber nach der heutigen Sitzung muss ich davon ausgehen, keiner ist schuld. Die Geheimdienste haben heute etwas geschafft, was ihnen selten gelingt. Sie haben mich enorm überrascht dahingehend, dass sowohl der BND als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz uns gegenüber erklärt haben, in der Angelegenheit so gut wie gar nichts unternommen zu haben. Die Opposition sieht also Versäumnisse im Bund. Die Behörden hätten sich im Fall Amri zu sehr zurückgehalten, so die Kritik. Die CDU sieht die Schuld bei den Ländern. Sowohl was eben Ausländerbehörden angeht, was das Thema Abschiebung angeht, was das Thema Strafverfahren angeht, ist eine Angelegenheit, die doch eindeutig ihren Schwerpunkt bei den Behörden in Berlin, vor allen Dingen aber auch bei den Behörden in Nordrhein-Westfalen hat. Für die SPD liegt das Problem beim gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Hier seien zwar alle Infos zusammengelaufen, aber zu wenige gemeinsame Maßnahmen getroffen worden. Das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum ist ja gerade dafür da, dass sich die verschiedenen Sicherheitsbehörden austauschen, zu gemeinsamen Lagebildern kommen, zu gemeinsamen Analysen kommen und auch gemeinsam dann Maßnahmen verabreden. Ansonsten könnte man sich das ganze gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum sparen. Trotz aller Unterschiede, die Parteien wollen so schnell wie möglich aufklären, was im Fall Amri schiefgelaufen ist. Zum einen sei man es den Opfern schuldig. Zum anderen gäbe es noch immer Dutzende Gefährder, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde. In Berlin steckt die rot-rot-grüne Landesregierung nur 5 Wochen nach ihrem Start in der ersten Krise. Der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Staatssekretär Holm ist heute zurückgetreten. Er kam damit einer Entlassung zuvor, wie sie SPD-Regierungschef Müller gefordert hatte. Der parteilose Stadtsoziologe war von der Linken in den Senat berufen worden. In Straßburg stellt der noch amtierende EU-Parlamentspräsident Schulz heute die 7 Kandidaten für seine Nachfolge vor. Die Wahl morgen gilt als völlig offen. Als aussichtsreich gelten der Christdemokrat Tajani und der Sozialist Vitella. Da keiner der Bewerber mit einer absoluten Mehrheit rechnen kann, könnte eine Entscheidung erst am Abend fallen. Der SPD-Politiker Schulz wechselt in die Bundespolitik.
Es liegt wohl auch an ihm, dass die Wahl des Parlamentspräsidenten diesmal so spannend ist. Martin Schulz hat gezeigt, dass das früher oft belächelte Amt eine politische Machtbasis sein kann. Heute Abend seine letzte Amtshandlung, die Vorstellung der 7 Kandidaten für eine Wahl, die geeignet ist, das Parlament zu spalten. Ich glaube, was wir brauchen, ist schon ein Zusammenhalt. Aber man kann den Zusammenhalt nicht erzwingen. Und deshalb gibt es nun eine Kampfabstimmung in einem zuletzt eher auf Konsens ausgerichteten Parlament. Favorit ist er, der Christdemokrat Antonio Tajani aus Italien. Seine Fraktion hat die meisten Stimmen. Was aber manche stört, Tajani ist ein enger Freund des früheren italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi. Kritiker werfen ihm zudem vor, als früherer EU-Industriekommissar nicht gehandelt zu haben, als es erste Hinweise auf den Abgasskandal gab. Seine Partei sieht das anders. Antonio Tajani ist seit Jahrzehnten in der Europapolitik tätig, Parlamentarier in diesem Europäischen Parlament. Das heißt, mit großer Erfahrung ausgestattet. Und er ist überzeugter Pro-Europäer. Doch Tajani ist eben nicht der einzige Kandidat. Obwohl die Sozialisten in diesem Papier schriftlich zugesagt hatten, nach Schulz' Amtszeit einen Christdemokraten zu wählen, schicken sie nun doch einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Gianni Pittella, ebenfalls aus Italien. Vielen gilt er aber als eher farblos. Und er hofft in diesem Streit vielleicht der lachende Dritte zu sein. Der frühere belgische Premier Guy Verhofstadt von den Liberalen. Doch noch wichtiger als die Frage, wer nun Martin Schulz nachfolgt, ist, wie das Parlament künftig zusammenarbeiten wird. Bislang bilden Christdemokraten, Sozialisten und Liberale eine Art große Koalition, um das Parlament handlungsfähig zu halten in Zeiten der Krise. Die Frage ist, ob dieses Bündnis noch weiter besteht nach dem erbitterten Streit der letzten Wochen. Hintergründe zur morgigen Wahl des EU-Parlamentspräsidenten finden Sie in unserer Tagesschau-App, zudem Porträts der aussichtsreichsten Kandidaten. Krasse Armut einerseits, unvorstellbarer Reichtum andererseits. Der Wohlstand auf der Welt ist einer Studie zufolge so ungleich verteilt wie nie zuvor. Die Hilfsorganisation Oxfam veröffentlichte die Daten vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Den Angaben zufolge besitzen die 8 reichsten Männer gemeinsam etwa 426 Milliarden Dollar und damit mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Oxfam beruft sich auf Daten des Finanzmagazins Forbes und der Bank Credit Suisse. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Das Amt veröffentlicht alle 2 Jahre eine Statistik. Danach stieg die Zahl der Pflegebedürftigen von 2013 bis 2015 um 8,9%. Insgesamt waren Ende vergangenen Jahres rund 2,86 Millionen Menschen auf Hilfe nach dem Gesetz angewiesen. Fast 3/4 der Betroffenen wurden zu Hause gepflegt. In Kirgisistan ist ein Frachtflugzeug über einer Wohngegend abgestürzt. Nach Behördenangaben sind dabei mindestens 37 Menschen getötet worden, darunter 13 Kinder. Die Boeing 747 war im Landeanflug auf den Flughafen Bischkek, der Hauptstadt des zentralasiatischen Landes. Laut kirgisischer Regierung soll ein Pilotenfehler schuld am Absturz sein. Die Untersuchungen dauern an. Das Flugzeug einer türkischen Gesellschaft war auf dem Weg von Hongkong nach Istanbul. Hans-Dieter Flick hört als Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes auf. Der 51-Jährige erklärte heute seinen Rücktritt. Er wolle mehr Zeit für die Familie haben. Die Aufgaben von Flick, der zuvor lange als Assistent von Bundestrainer Löw gearbeitet hatte, wird übergangsweise der frühere Nachwuchscoach Rubesch übernehmen. Für Wintersportbegeisterte kann die Saison jetzt so richtig losgehen. Bei blauem Himmel und leichten Minustemperaturen sind Voraussetzungen für Ski- und Snowboardfans, wie hier am Arnsberglift in der Rhön, ideal. 35 cm dick ist die Schneedecke momentan. Zuletzt sind noch mal 5 cm Neuschnee gefallen. Auch in den nächsten Tagen sollen die Bedingungen am Kreuzberg optimal sein. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. Januar. Dank eines Hochs erwartet uns morgen weitgehend trockenes Wetter. Nur an den Alpen und am Erzgebirge halten sich noch Wolken eines Tiefs, sodass es dort in der Nacht und auch am Tag noch zeitweise leicht schneit. Sonst verläuft die Nacht meist klar, abseits regionaler Nebel und Wolkenfelder, die sich auch tagsüber hier unterhalten können. In den übrigen Gebieten scheint die Sonne neben ein paar Wolken für längere Zeit. In der Nacht bis zu minus 16 Grad in Mulden, lagen über Schnee in den Mittelgebirgen, am Tag minus 7 bis plus 3 Grad. Am Mittwoch im Norden ab und an gefrierender Regen oder Schnee, sonst teils Sonne, teils Wolken, im Hochschwarzwald orkanartige Böen.
Auch am Donnerstag und Freitag im Norden weiterhin Glätte durch Regen oder Schnee, sonst ändert sich am Wetter nicht viel. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Gewöhnungsbedürftiger Politikstil, wie die deutsche Autoindustrie auf das Trump-Interview reagiert und soziale Kälte, ehemalige Obdachlose auf winterlicher Stadtführung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.